Hier ist RTV. Das Fernsehen für den Kreis Böblingen mit dem Regionalmagazin. Das RTV Regionalmagazin hat auch zu Wochenbeginn wieder Interessantes aus dem Landkreis Böblingen zu bieten. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, die Themenübersicht. RTV, die Themen am Montag, 6. November. Eigeninitiative, Eltern renovieren Klassenzimmer in Detzingen. Kopfarbeit, Gedächtnistraining für Jung und Alt in Böblingen. Und im Gespräch der FDP-Landesvorsitzende Walter Döring. Mit dem heutigen Montag beginnt für die Kinder und Jugendlichen im Kreis auch wieder der Ernst des Lebens. Die Herbstferien sind zu Ende gegangen. Je nach Schüler, Lehrer und Schule sind die Erwartungen unterschiedlich hoch. Etwas ganz Besonderes erwartete heute Morgen die Schüler in Detzingen. Die Grundschule in Detzingen. Rechts im Bild das alte Gebäude von 1915, mit dem Anbau von 1965 links daneben. Diese Grundschule ist die kleinste Schule im Kreis Böblingen. 86 Kinder gehen in gerade mal 4 Klassen. Der Unterrichtsraum der 3. Klasse macht auf den Betrachter einen eher gewöhnlichen Eindruck, der wohl so manchen an die eigene Schulzeit erinnert. Mögen auch die Fensterrahmen nach neuer Farbe verlangen, die Gardinen stellenweise zerschlissen sein oder der Gesamteindruck eher auf ein leicht abgenutztes Klassenzimmer hinauslaufen. Im Grunde kennen wir das. Einen völlig anderen Eindruck macht das Zimmer der 2. Klasse gleich nebenan. Fensterrahmen und Wände sind frisch gestrichen, neue Gardinen hängen vor den Fenstern und auch an der Raumaufteilung hat sich so einiges geändert. Das Besondere an der Sache, nicht die Schule oder in deren Auftrag entsprechende Firmen, sondern die Eltern der Zweitklässler selbst zeichnen dafür verantwortlich. Wie es soweit kam, erklärt eine Elternbeirätin. Ja, das fing eigentlich an in der 0. Elternversammlung, bevor unsere Kinder eingeschult wurden. Da trafen wir uns in dem Klassenzimmer und irgendwie erwuchs es da so die Idee, man könnte das Klassenzimmer einfach schöner gestalten. Und das war eine Idee aus der Elternschaft heraus, dass wir eben das Klassenzimmer irgendwann mal mit Eigeninitiative umgestalten könnten. Der Startschuss dafür fiel vor 2 Wochen zum Beginn der Herbstferien. Dank Eigeninitiative und etlichen Spendern konnten die Eltern für ca. 2000 Mark, die sie von der Schule bekommen, das Klassenzimmer renovieren. An die 70 Kilogramm Farbe, 30 Meter Sockelleiste, 23 Meter Gardinenstoff und 300 Meter Nähgarn wurden nach anthroposophischen und umweltfreundlichen Gesichtspunkten verwendet. Es waren von 22 Kindern, die in die Klasse gehen, waren 17 Eltern, also von 17 Kindern waren die Eltern aktiv beteiligt, eben jeder nach seinem Vermögen. Das fing an von Kinderbetreuung zum Beispiel, dass auch Müttern die Chance gegeben wurde, nachmittags da sich einzubringen. Und das ging über Anlieferung von Frühstück oder Bereitstellung von Getränken und Materialbeschaffung. Und Putzarbeiten, Malerarbeiten, wirklich alles. Heute Morgen um 8:30 Uhr. Große Spannung bei den Kindern, die das neue Werk zum ersten Mal sehen werden. Lob aus Kindermund zählt doppelt, weil ehrlich. Gut. Schön. Was ist besonders schön? Die Bilder. Wie gefallen dir die neuen Farben? Auch schön. Besonders gefällt mir das da hinten. Der angeschlagenen Schul- und Gemeindekasse kommt die Aktion der Eltern natürlich auch nicht ungelegen. Ich denke jetzt nur an unseren neuen Schulhof, den wir hier nämlich jetzt sehen, oder das Kleinspielfeld, das rund 250.000 Mark gekostet hat. Diese Maßnahmen haben zunächst einmal Mittel aufgefressen und deshalb war es sehr gut, dass nämlich jetzt Eltern initiativ wurden und das Klassenzimmer gestalteten. Und zwar so schön, wie es jetzt geworden ist. Michael Jackson wird zwar auf keiner Bühne im Landkreis zu sehen sein, dafür haben wir für Sie gleich jede Menge anderer Veranstaltungshinweise für den morgigen Dienstag.
starten neu in Herrenberg, das Lady Aktiv Studio. Unsere speziell geformten Massagerollen regen den Stoffwechsel an, der Körper wird entschlackt und besser durchblutet. Sie nehmen sichtbar ab und fühlen sich rundum wohl. Rufen Sie uns einfach mal an, Lady Aktiv Studio in Herrenberg. Achtung, Achtung! Wichtige Adressen und Rufnummern aus dem Kreis Böblingen für Sie notiert. Novotel Böblingen, das ist mehr als gemütliche Atmosphäre. Das ist mehr als internationale Spezialitäten. Das ist mehr als 118 komfortable Zimmer. Novotel Böblingen, das ist Leben. Der Schlüssel dazu sind unsere Mitarbeiter. Hallo, ich bin hier der Koch Sascha Hesse. Ich möchte Sie herzlich in unser Restaurant einladen. Novotel Böblingen. Unterwegs, zu Hause. Was, wann, wo? Die RTV-Veranstaltungshinweise. Mit freundlicher Unterstützung der Volksbanken Raiffeisenbanken im Kreis Böblingen. 101 Dalmatiner, wer kennt ihn nicht? Den Zeichentrickklassiker von Walt Disney. 99 Hundebabys sind in allergrößter Gefahr, denn die böse Cruella hat die Welpen entführt. Doch die Hundeeltern schlafen nicht. Am Dienstag im kommunalen Kinderkino Herrenberg. Krämermarkt in Rutesheim. Warme Kleidung, Haushaltswaren, nützliche Dinge und vieles mehr. Das alles präsentieren die zahlreichen Marktbeschicker morgen. Fündig werden kann man von 8 bis 14 Uhr und gegen kalte Füße gibt's heiße Getränke. Hinterhältig, bösartig, gemein. So wird's morgen in der Ditzinger Stadtbibliothek zugehen. Angesagt ist die 8. Vollmondnacht. Präsentiert wird schwarzer Humor und hinterhältige Genüsslichkeit. Beginn pünktlich eine Minute vor 22 Uhr. Das wird sicher ein spaßiger und gruseliger Abend. Die Böblinger Stadtbibliothek im Höfle eröffnet morgen ihre Reihe Literatur zur Blauen Stunde. Staatsschauspieler Wolfgang Höpper erzählt über seinen Kollegen Erich Ponto und berichtet über Theo Lingen. Treffpunkt für Literaturfreunde ist der Runde Tisch im Höfle ab 19 Uhr. Jeden Dienstag treffen sich Filmfreaks im kommunalen Kino in Leonberg. Denn ein gut ausgewähltes Programm sorgt für interessante Filmminuten. Morgen läuft The Clerks, die Ladenhüter. Sehenswert und witzig auch der Vorfilm. 25 Wege, das Rauchen aufzugeben. Ein Vortrag über Alltagssüchte in der Volkshochschule Herrenberg. Es geht um Nikotin, Alkohol und Drogensucht, aber auch über Ess- und Magersucht wird Professor Dr. Gunter Klosinski berichten. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Die RTV-Veranstaltungshinweise. Viel Spaß wünschen die Volksbanken Raiffeisenbanken im Kreis Böblingen. Wir machen den Weg frei. Volksbanken Raiffeisenbanken. Der Kreis auf den Punkt. Die RTV-Regionalnachrichten. Die Gemeinde Markstadt hat sich heute ausdrücklich für die Bundesstraße 464 ausgesprochen. Bürgermeister Hans Benzinger trat Äußerungen des grünen Landtagsabgeordneten Reinhard Hackl entgegen, der Bau der Bundesstraße sei in weite Ferne gerückt. Die Schlüsse, die Hackl aus einem Schreiben von Verkehrsminister Schaufler ziehe, gingen an den tatsächlichen Verkehrsverhältnissen vorbei. Schaufler habe gegenüber Benzinger mehrfach die Notwendigkeit der Straßenbaumaßnahme versichert. Der Markstädter Bürgermeister habe außerdem Schaufler in einem Schreiben aufgefordert, klarzustellen, dass das Land nicht auf die B464 verzichten werde. In Böblingen, Sindelfingen, Leonberg und Renningen startet jetzt ein einjähriges Messprogramm zur Ermittlung von Luftschadstoffen. Die Luftmessungen sind Teil eines Programms, das vom Umweltministerium im Großraum Stuttgart durchgeführt wird. Erstmals werden dabei zeitgleich die Luftschadstoffe in 42 Städten und Gemeinden erfasst. Ziel der Emissionsmessungen ist die flächige Belastung und die räumliche Verteilung der Luftschadstoffe zu ermitteln. Das Messprogramm dient als Grundlage für die weitere Luftreinhaltepolitik im Großraum Stuttgart. Und jetzt kurz und kompakt weitere Meldungen aus dem Landkreis.
Das Almenstadion wurde gestern offiziell an den GSV Meichingen übergeben. Ab sofort ist damit der Verein für die Pflege und Wartung der beiden Spielfelder zuständig. Die Stadt hält nur noch die Fäden im Hintergrund und erhofft sich durch diese Meichinger Selbstinitiative Einsparungen von über 50.000 Mark im Jahr. Der GSV Meichingen will in eigener Regie schon im nächsten Jahr den alten Hartplatz in ein zweites Rasenspielfeld umbauen. Der Döffinger Gemeinderat hat sich auf seiner letzten Sitzung einstimmig gegen die Einrichtung eines 40 Hektar großen Steinbruchs zwischen Döffingen und Meichingen ausgesprochen. Zwar ist damit der Steinbruch noch lange nicht vom Tisch, doch wollen die Döffinger Gemeindevertreter alles versuchen, die Genehmigung von höherer Stelle zu verhindern. Geprüft werden soll beispielsweise die Ausweisung des Geländes als besonders schützenswerte Landschaftsfläche. 1994 wurden bundesweit über 6000 Vergewaltigungen offiziell angezeigt. Immer noch fassen Männer das Nein einer Frau als verstecktes Ja auf. Mit der Broschüre Nein heißt Nein will die Polizei nun gezielter gegen Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgehen. Diese Broschüre ist ab sofort bei allen Polizeidienststellen im Kreis Böblingen kostenlos erhältlich. Der Schuldenberg im Musterländle wächst. Im Kreis Böblingen stieg die Pro-Kopf-Verschuldung in den letzten 20 Jahren kontinuierlich an. 1975 betrug die Schuldenlast pro Einwohner noch 770 Mark. Zurzeit beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung ganze 1266 Mark in unserem Landkreis. Dies geht aus der jüngsten Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes hervor. Hans Eberhard Dietrich ist neuer Pfarrer der Martin-Luther-Gemeinde Böblingen. Der 1943 geborene Theologe studierte in Tübingen und ist seit 1970 im Dienst der württembergischen Landeskirche. Zuletzt war Dietrich auf der Schwäbischen Alb in Schalkstetten im Amt. Dekan Hans-Peter Ehrlich hieß den neuen Pfarrer und seine Frau beim gestrigen Einführungsgottesdienst in Böblingen herzlich willkommen. Die Standesämter in Sindelfingen, Darmsheim und Meichingen bleiben morgen Vormittag geschlossen. Grund dafür, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ämter nehmen an einer Fortbildungsveranstaltung teil. Wer also kurzfristig heiraten will, muss sich in Sindelfingen und seinen Teilorten bis morgen Nachmittag gedulden. Zahlreiche Eichen in den Stadtwäldern Sindelfingens und Böblingens sind entweder stark geschädigt oder bereits abgestorben. Die Ursachen des Eichensterbens sind nach Angaben des staatlichen Forstamtes Sindelfingen nicht hundertprozentig festzustellen. Allerdings könne davon ausgegangen werden, dass Emissionsschäden eine wichtige Rolle spielten. Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre hätten den Eichen außerdem zugesetzt. Deshalb werden in den kommenden Monaten massive Holzeinschlagsmaßnahmen in Stadtrandnähe durchgeführt. Die Holzfällarbeiten dauern je nach Witterung bis zum Februar. Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Ihnen irgendein Begriff gerade nicht einfällt, er Ihnen aber auf der Zunge liegt? Gedächtnistraining kann da helfen. In Böblingen findet gerade eine Fortbildung im Bereich der Gedächtnisspiele nach der Stengel-Methode statt. Eine Lehrmethode, die nicht nur in Altenheimen eingesetzt wird. Checken. Auf dem Tisch liegen 16 Teile, ganz unterschiedliche. Nach Betrachtung werden sie zugedeckt. Sie jetzt wieder aufzuzählen, ist gar nicht so einfach. Außer dem auffälligen Teddy bleibt der Rest nur verschwommen in Erinnerung. Das ist nur ein Spiel zum Training des Gedächtnisses und das nicht nur für Ältere. Gedächtnistraining ist nicht nur für ältere Menschen. Gedächtnistraining ist auch für jüngere Menschen gedacht, die Probleme haben. Denken wir nur daran, wie nach Unfällen, nach Narkosen und so weiter, das Gedächtnis nachlässt und man Probleme hat. Es hat sehr viel mit Wahrnehmung und Merkfähigkeit zu tun und die Spiele sind so ausgelegt, dass man diese Dinge sehr gezielt und ganz in der Gruppe macht. Das heißt, wir haben Merkfähigkeitsspiele, wo Dinge behalten werden müssen. Wir haben sehr viele Dinge, wo es um Wortfindung und Formulierungsübungen geht. Sie kennen alle das, mir fehlen die Worte oder mir liegt es auf der Zunge. Und diese Dinge kann man trainieren. Hier im Alfred-Delp-Haus sind Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 5 Tage zu einer Fortbildung zusammengekommen, um anschließend als Spiel- und Übungsleiter für Gedächtnistraining in der Altenarbeit in Heimen, Begegnungsstätten und Clubs Menschen aller Altersgruppen spielerisch zu einem besseren Gedächtnis zu verhelfen. Ursula Normann lehrt hier nach der Stengel-Methode. Franziska Stengel, eine Wiener Ärztin, beschäftigt sich seit langem mit Gedächtnistraining. Denn, wie wir alle wissen, sie hat vor ca. 20 Jahren eine Methode entwickelt, mit der man auf sehr heitere, sehr fröhliche Weise sein Gedächtnis trainieren kann. Diese Methode ist eine ganzheitliche Methode, das heißt, es werden viele Dinge angesprochen aus dem täglichen Alltag. Sie versucht vor allen Dingen,
Dinge wachzurufen über ihre Fragestellungen, über ihre Spielarten. Okay. Das Ganze wird in übersichtlicher Literaturform angeboten und wenn Sie meinen, Sie hätten Gedächtnistraining nötig, es gibt Krankenkassen, die solche Kurse bezahlen. Viel Wirbel um den Vorschlag des IG Metall-Vorsitzenden Klaus Zwickel. Sein Angebot, Einkommensteigerungen lediglich an der Inflation zu orientieren. Und dafür sollen die Arbeitgeber der Metallindustrie rund 300.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Ein Vorschlag, der momentan von Arbeitgeberseite heftig diskutiert wird. Was aber denken die Arbeitnehmer darüber? Das wollten wir heute in Böblingen wissen. Lohnverzicht für neue Arbeitsplätze? Ich glaube kaum, dass da neue Arbeitsplätze entstehen werden. Auf Zusagen, die nirgendwo festgeschrieben sind, glaube ich, kann man sich nicht mehr verlassen heutzutage. Deshalb würde ich auch nicht verzichten wollen. Nee, wer will schon was verzichten, ne? Nee, weil das stimmt ja sowieso nicht, was die uns erzählen. Glauben Sie da dran? Glauben Sie es? Ich nicht. Bin ich nicht damit einverstanden. Nee. Alle anderen Kosten steigen ja auch. Warum soll ich denn auf weniger verzichten, um anderen eine Chance zu geben? Vielleicht ja, okay. Nur soll es ja halt nicht so viele Ausländer reinlassen und denen die Möglichkeit geben, bei uns zu sein. Selbstverständlich. Ich bin insofern absolut pro Zwickel. Ich finde es eine ganz fantastische Sache, dass einer den Mut hat, heutzutage, ja, innovativ nach vorne schauend, was bringt es uns, zurückzuschauen hier jetzt nur auf 1950 und zu sagen, hier, Gewerkschaft muss immer links sein, muss immer fighten, muss immer kämpfen. Wir müssen gucken, dass wir die Arbeitsplätze in Deutschland nicht nur erhalten, sondern halten, auch neue gründen. Wir brauchen mehr Existenzgründer, wir brauchen mehr Leute mit Power, mit Pep. Wir brauchen insgesamt mehr Leute, die bereit sind, auch Risiken zu gehen. Ja? Und da muss ich sagen, passt dem Zwickel-Vorschlag voll in die Zeit. Und dass der Rest der IG Metall da damit natürlich seine ubiquitären Probleme hat, völlig nachvollziehbar. Ja? Zeit für den Blick auf die Börse. Zu Wochenbeginn notierte der Regionalindex schwächer. Die Kennziffer der heimischen Wirtschaft ging um 1,18 Punkte zurück und wurde bei 379,81 festgestellt. Der deutsche Aktienindex verzeichnete ein Minus von 12,28 und liegt jetzt bei 2169,44 Punkten. Der Dollar sank um 1,42 Pfennig auf 1,4108 Mark. Haben Sie heute Morgen kratzen müssen? Ob Ihre Autoscheiben auch morgen vereist sind, erfahren Sie gleich in der Wettervorhersage. Guten Abend. Gestatten Sie, dass wir uns vorstellen. Wir sind ein modernes Unternehmen für Finanzdienstleistungen in Böblingen. Wir expandieren und suchen Sie zur Verstärkung unseres 40-köpfigen Teams. Möchten Sie sich verändern und Karriere machen? Dann sollten wir uns kennenlernen. Jetzt. Bauen Sie Ihre Zukunft auf eine solide Partnerschaft. Denn unser Geschäft heißt Erfolg. Interessiert? Rufen Sie uns an. Telefon Böblingen 2150. Schwabenfinanz. Im Zeichen der drei Löwen. Euromusic Ticket Service. Ob Reisen, Sport, Rock, Pop, Techno, rufen Sie uns an. Telefon Böblingen 21 96 36. Wir buchen für Sie auch internationale Veranstaltungen. Musicals, Klassik, Revue oder Kabarett. Einfach anrufen oder vorbeikommen. Euromusic Ticket Service. Böblingen, Bahnhofstraße 21. Telefon 21 96 36. Das Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Der Winter kommt mit Riesenschritten. Vereiste Scheiben, gefrorene Autotürschlösser, raureif auf den Bäumen und tagsüber nur Temperaturen knapp über 0 Grad. Leonberg, Sindelfingen und Böblingen meldeten heute 1 Grad über 0 und in Herrenberg wollte das Thermometer gar nicht erst in Schwung kommen. Trotz leichter Bewölkung war es heute ein schöner Novembertag. Zwar bleibt es auch in den kommenden Tagen frostig kalt, dafür gibt es aber auch keinen Regen. Die Meteorologen versprechen zur Wochenmitte sogar 4 Stunden Sonnenschein. Ein Vorgeschmack also auf den nächsten Winterurlaub. Alle Autofahrer sollten aber abends und in den frühen Morgenstunden auf glatte Straßen achten. Das Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Wir sind bei jedem Wetter für Sie da.
Fachkongress der baden-württembergischen FDP am vergangenen Wochenende in der Böblinger Kongresshalle. Natürlich spielte der Landtagswahlkampf eine wichtige Rolle. Ralf Zimmermann hat sich mit dem FDP-Landesvorsitzenden Walter Döring unter anderem über Möglichkeiten in der Beschäftigungspolitik unterhalten. Herr Döring, Sie haben sich heute positiv, was nicht oft vorkommt, Sie haben sich positiv über die IG Metall geäußert. Ja sicher, die IG Metall hat endlich einen Vorschlag aufgegriffen, den Helmut Hausmann vor vielen Jahren schon gemacht hat und damals heftig bekämpft worden ist. Es geht darum, dass ich froh darüber bin, dass endlich die Bereitschaft dazu besteht, Langzeitarbeitslose unter Tarif einstellen zu können. Das ist eine Riesenchance für die, die lange Zeit schon arbeitslos sind, dass sie zwar unter Tarif, aber auf jeden Fall wieder in Beschäftigung kommen und damit eine Beschäftigungsperspektive haben. Wie gesagt, das ist ein alter Vorschlag des damaligen Bundeswirtschaftsministers Helmut Hausmann von der FDP. Sie fordern einen Abbau von Liquiditätshilfen, damit werden doch aber gerade Arbeitsplätze gesichert. Die Liquiditätshilfen, die wir hier im Lande vergeben, sind natürlich deswegen zu kritisieren, weil sie auf der einen Seite gegeben werden, nämlich bezahlt aus Steuergeldern von Firmen, die im Wettbewerb bestehen konnten. Mit dem Geld dieser gesunden Firmen werden schwächere Firmen hochgepäppelt und damit mit dem Geld der gesunden Firmen eine künstliche Konkurrenz wieder hochgezogen und geschaffen. Das können wir nicht für in Ordnung halten. Liquiditätshilfen machen in Einzelfällen Sinn. Kurzfristige Hilfe, um überleben zu können, um Arbeitsplätze zu sichern. Unser Konzept ist, dass wir die Liquiditätshilfen halbieren und die dadurch gewonnene Hälfte in Existenzgründungen und in Risikokapital geben. Ganz platt gesagt, Liquiditätshilfen sind häufig Sterbehilfen, Existenzgründungs- und Risikokapitalhilfen sind Geburtshilfen. Sie haben ebenfalls und wieder mal einen Steuerabbau gefordert. Nur regiert doch die FDP schon ein Weilchen in Bonn. Deswegen haben Helmut Hausmann und ich heute gemeinsam an die Bundesführung appelliert, und das werden wir im Bundespräsidium wiederholen, dass wir endlich konkrete Ergebnisse haben wollen bei der Steuersenkung. Drei Beispiele. Erstens Gewerbekapitalsteuer weg. Es wäre ein Unsinn, die in den neuen Ländern einzuführen. Zweitens Vermögensteuer abschaffen. Das Bundesverfassungsgericht hat geradezu die Vorlagen dazu schon geliefert. Drittens Solidarbeitrag 98 auch abschaffen. Die Grenze der Belastbarkeit ist längst überschritten. Wenn Sie Steuerabbau fordern, ab nächstem Jahr wollen Sie, wenn ich es richtig sehe, mit der CDU möglichst in Stuttgart regieren. Sie würden dann weniger Geld in der Kasse haben. Wo würden Sie denn dann sparen? Wir sind die einzige Partei, die ihre Steuersenkung seriös gegenfinanziert. Erster Punkt. Wir werden durch Privatisierung von Landesbeteiligungen mittelfrei schaufeln, um Dinge bezahlen zu können, die wir heute nicht bezahlen können oder nur über weitere Steuererhöhungen finanzieren könnten. Zweiter Punkt, wir sind die einzige Partei, die konkret an eine Verwaltungsreform rangeht, die den Namen verdient, mit mittelfristig Personalabbau. Wenn Sie da nicht rangehen, dann können Sie keine Steuern senken, keine Abgaben senken. Sie müssen ja für Entlastung sorgen. Und der dritte Punkt wird das mit den Subventionen sein. Das heißt, ganz konkrete, in sich schlüssige Konzepte der FDP, wie wir Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen, um Beschäftigung zu sichern. Ich habe heute das Stichwort Ökologie gar nicht gehört. Sehen Sie in ökologischen Projekten keine Beschäftigungsperspektive? Doch, und zwar unter dem Aspekt, wie ich es angesprochen habe, über die Umwelttechnologie. Umwelttechnologie hat in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren ein Wachstum von 6 bis 8% gehabt und damit einen Beschäftigungsimpuls gesetzt. Wir haben etwa 200.000, 250.000 Arbeitsplätze im Bereich der Umwelttechnologien. Wir wissen, dass wir bis 2000 da nochmal 80.000 Arbeitsplätze dazu gewinnen können, wenn wir in den Umwelttechnologien weiter an der Spitze bleiben. Für mich heißt moderne Umweltpolitik nicht in erster Linie Steuer, sondern für mich heißt es in erster Linie Umwelttechnologie, zukunftsgerichtete Technologie zur Sicherung von Arbeitsplätzen und zum Schutz der Umwelt. Die FDP in Baden-Württemberg hat sich jedenfalls in der Vergangenheit immer auch für einen zweiten Arbeitsmarkt engagiert, um die sozusagen aufzufangen, die im ersten Arbeitsmarkt nicht beschäftigt werden können. Bleiben Sie bei dieser Forderung? Nein, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass die FDP den zweiten Arbeitsmarkt forciert hat. Das Gegenteil ist richtig. Wir wollen, dass die meisten der zu Beschäftigenden in den ersten Arbeitsmarkt kommen. Der zweite Arbeitsmarkt ist eine Krücke, die bestenfalls mal kurzfristig helfen kann. Langfristig müssen wir den ersten Arbeitsmarkt stärken. Herr Döring, recht schönen Dank für dieses Gespräch. Morgen erwartet Sie an dieser Stelle meine Kollegin Karin Graf. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend.